Hallo, ich bin Livius und ich zeige euch heute, wie man eine GoPro-Halterung an die Harpune schraubt. Dafür braucht man eine GoPro-Halterung und einen passenden Adapter für die Harpune. Das ist eine Pator Sniper Roller. Zuerst nimmt man die beiliegende Schraube und steckt sie durch dieses Loch, ungefähr bis zur Hälfte. Am Griff der Harpune gibt es hier so einen Sicherungsstift. Dort muss die Schraube durch. Der Adapter muss so auf der Harpune sitzen. Mit einem Hammer kann ich die Schraube vorsichtig durchschieben. Der Stift kommt aus der anderen Seite heraus. Weiter hämmern, bis die Schraube ganz durch ist. Gut. Auf der anderen Seite sichert man die Schraube mit einer Mutter. Die Halterung wird von vorne auf den Adapter geschoben. Mit dieser Schraube wird die Halterung gesichert. Wenn die Sicherungsschraube ganz durchgeschraubt wurde, kommt sie aus der anderen Seite hier wieder raus. Hier an der GoPro-Halterung kann die Kamera rangeschraubt werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel so einen normalen GoPro-Halter herankleben. Im Salzwasser vertrauen wir dem aber nicht. Wir haben ein Set mit GoPro-Halterungen, ist unten verlinkt. Und da war eine zum Schrauben drinne. Wenn die Gegenschraube wie bei uns etwas zu lang ist, nimmt man entweder eine Plastikscheibe oder mehrere Dichtungsringe. So sieht es am Schluss aus.